In diesem kleinen Vergleich schauen wir uns drei verschiedene Telezoom-Objektive an. Zum einen das EF-100-400mm 1:4,5-5,6 LIS USM in der zweiten Version. Das EF-70-300 4:5,6 IS USM in der zweiten Version. Und das RF-100-400mm 1:5,6-8 IS USM. Schauen wir uns erstmal die beiden schwarzen Objektive an, das EF-70-300 und das RF-100-400. Beide Objektive sind in etwa gleich groß, aber das RF-Objektiv bietet mit 100-400mm Brennweite eben 100 mm mehr als das 70-300er. Dabei ist es etwas lichtschwächer, nämlich Lichtstärke 5,6-8, aber eben auch besonders kompakt und leicht. Die Vorteile des RF-100-400 sind aber auch in anderen Bereichen klar zu finden. Zum einen haben wir einen Abbildungsmaßstab von Maßstab 1:2,4, der erreicht werden kann. Wir haben den deutlich schnelleren Autofokus und auch einen besseren Bildstabilisator. Bei dem RF-100-400 wird optisch bis zu 5,5 Stufen kompensiert, bei dem EF-70-300 in der zweiten Version bis zu 4 Stufen. Hinzu kommt, dass die Abbildungsleistung des RF-100-400 deutlich besser ist als die des 70-300er aus der EF-Serie. Und deswegen steht das EF-100-400er auf der L-Serie ebenfalls hier, denn die Abbildungsqualität von dem RF-100-400 ist mit dem 100-400er der L-Serie nahezu identisch. Insofern bekomme ich mit dem RF-100-400er ein extrem kompaktes, langbrennweitiges Telezoom mit hervorragender Abbildungsleistung und auch anderen Funktionalitäten für einen vielseitigen Einsatz.